Willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind immer noch im Hügelgrab nahe Iverstadt unterwegs. Der Dungeon, der hinter dem Saphir-Drachenklauen-Portal bzw. Tor war, ist verdammt groß. Schlüssel zum Feuerschleierhügel. Okay. Ich glaube, wir haben ja am Ende noch gesehen. Genau, das Tor ist hier zu. Aber wahrscheinlich kommen wir da jetzt wieder mit raus. Haben wir sonst noch irgendwas liegen? Nein, nichts Sinnvolles. Ja, der Dungeon ist verdammt groß. Zumindest scheint es so. Ich bin sehr gespannt, wie es da noch weitergeht. Und wie viel danach kommt. So, Gold. Oh, Granatsteine. Sehr schön. Granatsteine sind sehr wertvoll und wiegen vor allem überhaupt nichts. Ja, die Pfeile wiegen ebenfalls nichts. Alle mitnehmen. So, Schlüssel erforderlich. Tada, aufgeschlossen. Perfekt. Dann machen wir mal hier jetzt in Ruhe weiter. Haben wir sonst noch irgendetwas? Achso, wir haben einen Level-Up bekommen, hätte ich doch beinahe vergessen. Genau. Gucken wir doch einfach mal. Ja, ich werde hier wieder auf Ausdauer gehen. So, bis, ja, 150 auf jeden Fall. Danach gucken wir mal, wie wir das mit der Gesundheit machen. Ich finde Gesundheit... Ich will es nicht komplett vernachlässigen, aber... Naja, Ausdauer hat auf jeden Fall Priorität. Schauen wir mal bei Schießkunst. Ich glaube, allzu viel können wir nicht machen. Ja, die Verbesserung für den Zoom. Genau, das Heranzoomen mit einem Bogen kostet die Hälfte der Ausdauer und verlangsamt die Zeit um 25%. Erfordert allerdings, ja, Stufe 40, sage ich schon. Bogenschießen bzw. Schießkunst. Ich habe immer noch den Schützen aus den Vorgängern im Kopf. Um 40, um mächtiger Schuss war 50. Okay. Todesschuss wäre was, aber ich bin geneigt, eher noch ein bisschen auf Schleichen zu gehen. Das Dumme ist, wir haben 28, wir brauchen für Heimtücke 30. Ich werde den Punkt erstmal aufsparen. So, denn ich weiß noch nicht ganz, wo wir den reinsetzen wollen. Experte, okay. Oh, okay. Das geht mit dem Schlüssel auch, perfekt. Dann direkt wieder Schleichen und runter. Ja, ich will auf jeden Fall mit dem Bogenschießen bzw. der Schießkunst die beiden Talente, an die ich ran möchte, die dauern noch eine ganze Weile, bis wir die erreicht haben. Falsche Taste. So, der Bogen. Und, ja, deswegen vielleicht doch jetzt mal ein Schleichen gehen. Okay, da ist so ein Griff und hier geht's anscheinend auch weiter. Gucken wir erstmal hier oben, denn hier ist doch auf jeden Fall auch noch etwas. Eine kleine Brücke. Na, komme ich hier hoch? Kommen wir. Okay, keine Gegner zu sehen. Das sieht mir sehr nach einem kleinen Rätsel aus. Gucken wir erstmal gerade noch hier unten, ob wir hier irgendwas haben. Nö. Er macht nicht den Eindruck. So, hier ist auch nichts weiter. Aber hier! Noch ein Seelenstein. Ja, von denen werden wir uns auch ein paar horten. Ich habe den Zauber bisher noch nicht eingesetzt. Das werde ich aber auch nochmal machen. Okay. Ha. Ja, ja, ja. Hehe. wie machen wir es? Gehen wir erstmal hier lang. Ach, da ist noch so ein Teil. Ach, das ist wieder so ein... nerviges Missvieh. Ja, ich kann leider nicht ganz so gut zielen, wenn der mit seinem Strahl auf mich ballert. Und ich fühle mich da einfach mit Schwert und Schild, gerade weil das Schild auch ein bisschen Magiewiderstand hat, einfach wohler, wenn wir das so machen. So, auch wenn die nicht allzu gefährlich sind. Also die ziehen zwar ein bisschen Gesundheit ab, aber naja, es hält sich noch in Grenzen. Okay, Geldbeutel, ja. Ein makelloser Granat, das wird ja immer besser hier. Die brauchen wir auch zum Herstellen von diversen Sachen. Lederstiefel, die wiegen nix, sehr schön. Na, hier die Urne kann ich nicht, aber hier die. So, okay. Hier haben wir also wieder mal den Fisch, den Wal, was auch immer. Das sieht mir irgendwie wie so ein... Achso, das ist, glaube ich, der Bogen, der dagegen knallt und sonst nichts. Ja, soll das eine Art Vorlage sein? Also die Dinger sind hier anscheinend kaputt gegangen.
Was zum... Okay, okay. Moment. Ja, gut. Fischi. So. Was haben wir hier Schönes? Na komm. Freut mich, dass das so schnell geht. Okay. So. Und dann nochmal. Nochmal. Vielen Dank. Dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Oh mein Gott. Bitte beeil dich. Okay. Schlange, das passt soweit. Und was war hier? Hier war doch wieder der Fisch, oder? Habe ich mich da schon wieder gerade vertan? Mit der Seite? Kontrollieren wir mal lieber, zur Sicherheit. Ist ja nicht so, als hätten wir es eilig. Auch wenn das Ganze ja schon so ein bisschen schneller gehen könnte. Aber ich meine, es war der Wal, der Fisch. Ja, war's. Okay. Das scheint zu passen. Bingo. Oh Gott. Seht ihr es? Ja. Da steht doch schon wieder der Nächste. Okay. Sehr schön. Guti, das hätten wir erledigt. Unten geht es natürlich auch noch weiter. ja, hier haben wir soweit alles. Mein Gott, was für eine riesige Anlage das hier ist. Super. Sehr, sehr schön. Bei so großen Anlagen denke ich mir immer, das hat mit irgendeiner Hauptquest zu tun. Aber, wer weiß, vielleicht ist das ja einfach tatsächlich so, dass die ganzen Dungeons hier so umfangreich sind. So, hier ist eine... Ach du meine Güte, hier geht es dann noch mehr weiter. Unglaublich. Und unten war auch noch der Weg. So viel zu tun. Wo ist denn hier die Druckplatte? Ist das die? Ah, ja. Was haben wir denn hier? Ach, damit hätten wir das Skelett, wollte ich gerade schon sagen, den Draugr, hier auch erledigen können. Okay. So, hast du was Gutes dabei wenigstens? Nein. Na gut, diese Granate, die kann man auch zum Verarbeiten nutzen. Da gibt es echt gute Sachen. Also ein bisschen Rohmaterial an Eisen oder ähnlichem. Und dann kann man sich schon ein paar richtig nette Sachen bauen. Habe ich da gerade was gehört? Nein, habe ich nicht. Ohne, nein. Aber hier. So, nö, den Langbogen, den will ich nicht haben. Noch so ein Mana-Trank-Gedöns hier. Diese alten, verfallenen Bücher. Gehen wir mal ein bisschen nach hinten. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Und was sind das denn hier für... Oh mein Gott, was soll das denn sein? Oder wer soll das sein? Solange der uns nicht hier unten erwartet, ist alles in Ordnung. Okay, Feuerschleier Tiefen. Ach du meine Güte, das geht ja immer tiefer hier runter. Halt, hier war da noch was. Okay, aber nichts Wichtiges. Oh, wow. Ich glaube, hier werden wir noch eine ganze Weile drin rumlaufen. Ach, na sowas, noch ein Seelenstein. Sachen gibt's. Hier werden wir noch eine ganze Weile drin rumlaufen. Ja, war das schon richtig? Nee. Nee, da auch nicht weiter nach unten. Ja. Und wieder... Schön langsam. Okay, war aber unnötig. Hier ist soweit nichts. Zum Plündern auch nichts. Sieht nicht so aus. Ein Goldbarren! Ich habe so die Befürchtung, dass hier dann gleich auch... Ja, ja, ja. Genau sowas nämlich passiert. Okay. So, ansonsten hatten wir hier drin aber, glaube ich, nichts. Ja, ich weiß, ich stehe noch im Feuer. Scheiß drauf. Den ersten Goldbarren. Sehr geil. Bevor wir jetzt aber in die Tiefen gehen, ups, werden wir uns gerade hier nochmal kurz umsehen. Okay. Nur ein Goldbarren. Ah, ich dachte, hier geht es noch weiter rein. Okay. Es sah ein bisschen so aus, als würde es danach
irgendwo hingehen? Kann ich hier tauchen? Nee, können wir nicht. Es sieht so aus, als wäre da noch was, aber... Hey, nee, ich glaube, da ist gar nichts. Okay, gut. Schön, dass wir das auch noch gemacht haben. Ja, dann auf in die Tiefe. Will ich da denn überhaupt schon rein in die Tiefen? Mein Gott. Also das ist wirklich hier nochmal... Ja, ich weiß, ich habe gepennt. Egal. Also auf normal geht es eigentlich noch alles. Ich glaube, wenn man das hier auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, dann sollte man so Sachen dann vielleicht vermeiden. Aber okay, auf in die Tiefen. Also ich finde toll, diese Erkundungstour, und das macht mir gerade alles eine Riesenfreude. Ja, da kommen aber sicher gleich wieder Drauger raus. Und zwar jede Menge. Ja. Oder normale Skelette. Die sind aber nicht weiter schlimm, weil die sehr schwach sind. So, alle mit einem Schuss erledigt. Bleibst du stehen. Ja, jetzt kommen die letzten. Oh, das sind die Ruhelosen mal wieder. Okay, ich wechsle mal wieder kurz aufs Schwert. Und dann brutzeln wir die hier schon mal weg. Halt. Mana Heiltränke. Die könnte ich mir auch mal auf Tasten legen. Aber okay. So. Heilzauber. Nein. Schildzauber. So. Dann halten wir auch ein bisschen mehr aus. 40 Rüstung mehr oder weniger werden wir dann auch merken. Gibt's doch nicht noch was. Und dann hoffentlich der letzte hier. Oh, das sind zwei. Oh, gibt's doch gar nicht. Ich bin ein richtig guter Schütze, nicht wahr? Hm, ich weiß. Ach, das ist wieder... Ja, da haben wir noch den nächsten Ruhelosen. So, nochmal. Der Eichenhautzauber auf uns. Auch wenn der beim Magieattacken natürlich sinnlos ist. Das hört aber auch nicht auf hier. Ach, Ausdauer vorher weg. Höherer. Okay, der ist noch stärker. Da werden wir uns direkt ein paar Tränke nehmen. Gut, wie machen wir es am besten? Nein, das war die falsche Taste. Wo ist denn mein Schwert? Kaiserliches Schwert. So, auf die 1. Schaden machen wir nicht. Der Heilzauber, der Schildzauber. Ja, das Interessante bei dem ist, der braucht auch eine Weile, bis der kanalisiert hat. Was? Crap. Gepennt? Ich hab... Oh nein! Wie gepennt habe ich denn da? Verdammt. Ja, da war ich zu sehr mit dem... Och nö! Jetzt müssen wir das alles nochmal von vorne machen. Da war ich zu sehr mit dem Schildzauber gerade beschäftigt und habe das nicht mehr so richtig mitbekommen. Okay, aber ich glaube, dann sind wir auch soweit hier dann auch am Ende. Na gut, ich muss ja an der Stelle dann leider auch nochmal einen Schnitt machen. Und im nächsten Part werden wir uns dann weiter mit unseren Freunden hier beschäftigen. Bis dann.